So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen. Popöchen, sind wir wieder am Start, ja. Ehrlich gesagt, ich habe das jetzt so lange gar nicht aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der aktuelle Stand war, weil ihr seht, ich spiele gerade vom PC, nicht vom Handy. Bin mal gespannt. Diese Geschichte mit Mia Cooper muss schnell gelöst werden, bevor ich mir wieder viel zu viele Gedanken mache. Ja, es war das letzte Gespräch von Sarah und Sahnetrüffelchen um, was mit Mia Cooper war. Das hat uns doch mal wieder in Erinnerung gerufen, dass bei den Bartolis damals ein Hausmädchen namens Mia Cooper verschwunden ist. Nun, sind wir gespannt, ob wir da mal den Fall klären können. Und wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich drehte sich die Geschichte darum. Okay. Hat Droge etwas mit dieser Sache zu tun? Er wird mir doch noch einiges erklären müssen. Erfolg freigeschaltet. Wow. Selten. 500 XP. Kapitel 8. Juhu. Staffel 1. Oh Gott. Kapitel 8. Ja, dann. Los geht's. Wegen des Streits mit Sarah war der Tag sehr lang. Sie war meine einzige Freundin hier. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich bin froh, dass ich ins Herrenhaus zurückkehren kann. Unser Streit lässt mir keine Ruhe. Wenn es nicht besser wird, dann werde ich die nächsten Wochen keinen Spaß machen. Ich bleibe einen Moment lang auf meinem Bett liegen und stiere an die Decke, als ob ich dort die Antworten auf all meine Fragen finden könnte. Es klopft an meine Tür. Nikolai kommt ohne Aufforderung rein. Nikolai haben wir lange nicht mehr gesehen, ne? Lori wartet auf dich. Kommst du? Ich nicke, setze mich und schaue immer noch missmutig aus. Nikolai scheint sich Sorgen zu machen. Vielleicht fragen wir ihn mal. Hier ist alles okay, du siehst nicht gut aus. Er startet plötzlich und konzentriert sich auf seine übernatürliche Kräfte. Wahrscheinlich liest er wieder in unseren Kopf. Sagen wir einfach raus aus unserem Kopf, raus aus unserem Kopf. Ich bin verletzt, dass er mir nicht vertraut. Nikolai, liest du gerade meine Gedanken? Ich versuche nur, dir zu helfen. Ja, ja, sagen sie alle. Dann such dir bitte schnell eine andere Methode. Ich war sehr deutlich diesbezüglich. Ich sehe genau, dass Nikolai seinen Dickkopf aufsetzt. Was er tut, gefällt mir gar nicht. Mit welchen Rechten mischt er sich in mein Leben ein? Instinktiv benutze ich meine Kräfte und konzentriere mich darauf, ihn nicht in meine Gedanken eindringen zu lassen. Das geht nicht, so guckt er gerade, ne? Ja, das geht nicht, kleines Mädchen. Zu meiner großen Überraschung, aber ohne zu wissen, gelingt es mir, ihn abzuwehren. Das gefällt Nikolai nicht und er sieht verärgert aus. Mir ist das aber total egal. Was in meinem Kopf vor sich geht, das ist privat. Trotzdem macht er weiter. Arschloch. Ich spüre, wie die Luft um mich herum schwer wird. Plötzlich stürzen meine Bücher und CDs auf Nikolai. Upsi pupsi. Das reicht, Sahnetrüffelchen. Meine Wut ist stärker als sein. Ich ergebe mich traurig meinem Schicksal. Es ging doch dabei, dass wir uns um Lori kümmern sollen. Was soll der Scheiß denn jetzt? Warum macht er jetzt so einen Heckmeck? Wenn du damit aufhörst, deine Kräfte zu benutzen, dann benutze ich meine auch nicht mehr. Ich wollte nur wissen, was dich so beunruhigt. Nichts Neues. Immer noch. Ich hatte einen großen Streit mit Sarah. Das war sicherlich wegen uns. Ich nicke und seufze tief. Es ist immer wegen euch. Ich kann noch viel argumentieren. Sarah will ihre Meinung nicht ändern. Wir müssen schnell eine Puzzle lösen hier. Dann machen wir das aber ganz schnell. Peters! Peters Poesie. Oh, das könnte sehr romantisch sein, Peter, ne? Wäre ja auch mal interessant, wenn wir Peter spielen würden. So, Minispiel. Achso, spielen. Die Karten werden gemischt und ich hoffe nicht, dass wir kleine Samantha, hätte ich beinahe gesagt, kriegen. So, mehr gewinnen. Einmal noch, dann haben wir hier gewonnen. Ah, siehst du, wir gewinnen immer. Nein, keine nächste Werbung angucken. So. Manchmal sind die alten Gerüchte und die Vorurteile einfach stärker. Das ist wohl wahr. Nikolai zögert kurz und setzt sich dann zu mir. Er beruhigt mich. Ich bleibe vorsichtig.
Ich weiß, dass wir uns im Moment nicht so gut verstehen, aber das ändert nichts an unserer Beziehung. Wenn du mich brauchst, dann bin ich für dich da. Ich weiß und ich fühle mich immer noch für schuldig, was letztens mit dem Auto passiert ist. Ich wollte niemanden verletzen. Sicher, aber es war 5 vor 12. Aber ist es denn unbedingt notwendig, mir den Umgang mit Drogo zu verbieten? Ich weiß nicht, was das ändern soll. Hast du seit dem Unfall deine Kraft wieder benutzt? Nein, haben wir, glaube ich, gar nicht. Voller Hoffnung nutze ich die Gelegenheit. Nein. Das war's, Kinderchen. Einfach nein und tschüss. Ja, es geht damit weiter. Ein Projekt habe ich erstmal beendet und ja, dann geht es jetzt erstmal wohl mit Drogürchen und Popürchen weiter. Und ich muss mir vielleicht nochmal irgendwas überlegen, ob ich noch irgendein anderes Spiel noch mit reinziehen werde. Da ich das Squad, da mein Speicher da gelöscht ist, kann ich da nicht mich mit nicht weitermachen. Aber Kinder, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.